Leute, heute machen wir die 1-Million-Block-Challenge. Und zwar, je mehr Blöcke wir abbauen, können wir unsere Spitzhacken in einem Shop verbessern. Unser Ziel ist es, 1 Million Blöcke abzubauen. Und let's go mit dem Video. Okay, Leute, let's go. Wir meinen hier jetzt erstmal Blöcke. Wir haben bisher einen Block gemeint. Jetzt haben wir schon 4, 5, 6. Okay, okay, okay. Aber das geht natürlich viel schneller mit irgendwelchen Tools. Deswegen, Leute, holen wir uns natürlich erstmal Tools. Wichtig. Da hinten ist ein Baum. Und hier ist sogar schon Stein. Also das ist doch formidable. Und dann gehen wir hier mal hin und bauen das Ganze hier einmal einfach mal ab. Das hier zählt, glaube ich, auch als Block. Ja, jeder Block zählt, weil wir wollen ja später die ganze Welt abbauen. Wir haben hier im Inventar noch ein Portal. Da können wir uns dann einfach zu dem Shop hin teleportieren. Bin gespannt, was das hier alles kostet. Es wird bestimmt nicht günstig sein, ey. So, okay. Wir haben schon 16 Eichenholzbretter. Das heißt, wir machen uns jetzt eine Werkbank und ein paar Stöcker. Und dann können wir hier schon mal eine Spitzhacke machen. Bumm. Zack, und dann können wir uns hier schon mal Steintools holen. Steinzeit. Easy. Boom. Spitzhacke. Okay, und wir sind ready. Okay, gut, gut, gut. Wir haben genügend Blöcke hier erstmal gemeint, sodass wir uns eine Schaufel machen können. Weil ich glaube, mit Schaufel sind wir momentan richtig, richtig schnell. So, hier, ne? Das geht super schnell. Zählen eigentlich die Blöcke auch? Was ein Cheat. Das hier zählt auch. Oh mein Gott, wenn wir einfach nur Gräser abbauen. Okay, ich warte erstmal, bis ich so 100 Blöcke zusammen habe. 100 ist eine stabile Zahl, hätte ich gesagt. Und dann benutzen wir gleich schon das Portal. Es wird leider ein bisschen dunkel, aber das ist nicht so schlimm. Okay, 64, ein Stack haben wir jetzt bisher. Wir holen uns nochmal ein ganz bisschen mehr Holz. Okay, wir machen hier diesen Cheat hier, weil so können wir richtig krass progressen. 100! Okay, ab zum Shop, Leute. Boom! Okay. Wow! Alter, was ist das hier für ein fresher Shop, Alter? Wir können uns hier eine ganz normale Eisenspitzhacke holen. Danach kommt so eine TNT-Spitzhacke. So eine Axt irgendwie. Eine Riesenspitzhacke bei 500 Blöcken. Und das geht rüber bis 1 Million Blöcke. Okay, dann kaufen wir jetzt erstmal das hier. Oh, wir haben jetzt so eine Big Pickaxe. Okay, die ist fresh. Wir können sogar... Hä? Okay, wir probieren erstmal die Big Pickaxe aus. Okay, da sind wir nämlich hier. Okay, dann müssen wir irgendwo einen Spot finden, wo wir am besten Steine abbauen können. Hier, das sieht gut aus. Oha, die ist so ein bisschen größer. Also es ist nur eine normale Eisenspitzhacke, aber so ein bisschen größer. Okay, was kann sie? Oh, okay. Sie kann auf jeden Fall so 5 Blöcke abbauen. Können uns hier auch direkt mal Kohle holen. Aber Kohle löscht der dann einfach. Okay, Kohle löschen. Ja, nicht so geil, weil so können wir ja schlecht progressen. Jetzt haben wir schon direkt 300 Blöcke. Wir können so heftig progressen, Leute. Komm, wir gehen einfach mal in den Shop. Let's go. Okay, dann können wir uns direkt die nächste Spitzhacke kaufen. Die sieht so aus. Bumm. Okay, das ist so ein TNT-Block mit Eisenspitzhacken dran. Die hier tauschen wir einfach aus. Und eigentlich haben wir auch genügend Geld, um diese 100-Block-Axt zu kaufen. Bumm. Battle-Axt. Okay, das ist sehr, sehr geil. Okay, dann sind wir jetzt hier auf dem neuesten Stand. Die nächste Spitzhacke kostet 500, aber ich glaube, die haben wir sehr, sehr schnell zusammen. Okay, meiner TNT. Ich würde sagen, das platzieren wir einfach auf so einer offenen Fläche. Hier. Okay, 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 okay. Oh nein. Oh mein Gott, Alter. Holy. Alter Schwede. Also, oh nein, wo bin ich gelandet? Die Explosion war jetzt nicht so krass. Also, von dem, was ich da gesehen habe als Tote. Kann ich das hier abbauen eigentlich? Oh, ich kann es einfach so löschen. Oh, krass. Die Explosion war jetzt nicht so krass, aber sie hat mich überrascht. Ich dachte nicht... Okay, eigentlich, warum hätte es mich nicht töten sollen? Das war eigentlich ein bisschen dumm. Okay, wir meinen weiter und haben direkt die 500. Okay, das geht hier ein bisschen zu schnell. Ich kriege hier ein bisschen Angst. Ab in den Shop. Okay, und dann können wir uns dieses Baby hier kaufen. Okay, als nächstes bekommt man dann vielleicht so einen eigenen Minenarbeiter oder sowas. Gehen wir mal zurück. Und wir sind jetzt schon relativ arm, muss ich sagen, Leute. Weil wir haben jetzt 75 Grad eben gehabt. Jetzt haben wir 276. Oh, das ist aber echt blöd. Dass die Kohle leider nicht abgebaut wird, das ist ein bisschen doof.
Aber wir haben ja ein bisschen Holz und können uns hier die Fackel geben. Dann sind wir auch ein bisschen safer unterwegs. Wir sind auf Höhe 54. Das ist ziemlich, ziemlich hoch. So, zack. Das hier benutze ich einfach mal, um abzubauen. Kann das auch Rechtsklick irgendwas? Nee, das kann nichts außer abbauen. Dann bauen wir uns doch mal ein bisschen runter. Haben direkt 650. Okay, das Eisen bauen wir jetzt aber mal so ab. Damit wir dann so ein bisschen Eisen haben, ein bisschen Rüstung und so. Ich bin so gespannt, wie krass viel das noch abbauen kann. Das könnte crazy sein. Haben wir... Oh, wir kriegen auch keinen Stein. Ja, das würde auch extrem unserem Inventar zumüllen. Ja, verstehe, dass man da keinen Stein bekommt. Aber ein bisschen Eisen braten ist doch nicht verkehrt. Okay, Holz haben wir ja. Boom, kleine Werkbank. Dann machen wir direkt hier einen Öfen. So, wir haben auch ein bisschen Kohle. Also machen wir uns ein bisschen Eisen. Okay, die nächste hat 1000 gekostet. Ich hoffe, Moment, ich muss mich mal hier ein bisschen weiter wegbauen. Und dann baue ich hier einfach alles ab. Und dann haben wir gleich easy, boom, 1000. 1033. Das heißt, wir hauen unser ganzes Geld auf den Kopf, was wir haben. Dafür gehen wir erstmal shoppen, Leute. Ab in den Shop. So, 1000 Blöcke. Was kann der hier? Meiner Minion. Okay. Wir gehen mal hier runter. Ich glaube, den kann ich irgendwo safe irgendwo platzieren. Okay, jetzt bloß nichts abbauen. Nicht den Ofen abbauen. Ich glaube, ich mache mir einfach Schuhe so ein bisschen. Bisschen sicher. So, und jetzt sind wir auf Höhe... minus 65. Das ist jetzt nicht so viel. Also die sind ja theoretisch so bei... Oh. Wir sind ja bei 35. Ich habe mich voll verguckt. Ich habe mich schon gewundert. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen weiter unten hier hin. Okay. Ich habe noch nie gegen irgendwas gekämpft hier. Aber ich habe ja so eine Battle-Axt. Ey, komm. Wie viel Damage hat... Oh, wo ist der Creeper? Oh. Okay, hier haben wir eine Mine. Voll geil. Dann können wir hier so einen Miner Minion, glaube ich, mal einfach loslassen. Okay. Oh nein, nicht in das Wasser fallen. Okay, okay. Er fällt nicht ins Wasser. Es geht ein bisschen langsam, aber sicher. Okay, weg mit dir. Oh Gott. Er baut sich so straight up. Das war ein bisschen doof, dass ich das hier in so einer Mine gemacht habe. Nein, das war richtig dumm, dass ich das in der Mine gemacht habe. Weil das hat gar nichts gebracht. Ich hätte das irgendwo anders machen sollen. Irgendwo hätte ich ihn platzieren sollen, wo er mehr uns was nützt. Komm, wir kaufen uns einfach noch einen. Okay, dafür müssen wir hier hin und kaufen dann... Oh, oh. Oh, ah, wir haben 3 Stück bekommen. OP. Oh, das ist geil. Wir haben 3 Stück bekommen. Easy. Okay, dann platzieren wir dich jetzt hier. Ah, okay. Seht ihr? Oben werden unsere Blöcke jetzt dazu addiert. Oh, er kann einfach fliegen. Yo, er kann einfach fliegen. Okay, jetzt haben wir 500. Also, meiner ist jetzt nicht so gut. Ey, wir kriegen den auch zurück. Oh, okay, wir kriegen den auch back. Wir können ihn also immer benutzen. Okay, das ist krass. Das ist schon krass. So, wir müssen uns mal hocharbeiten auf 2000 Blöcke, Leute. Wir sind hier auf minus 2. Minus 59 war die Dia-Höhe, glaube ich. Wir sind da immer noch nicht gelandet, Leute. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist mal Erze rechts zu klicken. Vielleicht kriege ich die dann ja so gebraten raus. Nee. Oder vielleicht muss ich mal die Fackel hier aus der Hand nehmen. Boah, hier ist schon gefährlich. Nee, macht nichts. Da machst du ja nichts. Okay. Hier progressen wir jetzt nicht mehr so krass. Wir könnten so einen Miner platzieren, dass der ein bisschen was für uns macht. Und währenddessen bauen wir auch irgendwo was ab. Wo fährst du hin? Da fährt der hin. Okay, und jetzt haben wir 2000 Blöcke. Das heißt, wir können uns das nächste Item kaufen. Und das heißt, wir sind so fast bei der Halbzeit angelangt. Das hier ist das nächste Item. Das sieht sehr, sehr cool aus. Aber probieren wir erstmal diesen Drill hier aus. Ey, ich will nicht so aussehen. Zack. Diamond Drill. Okay, das sieht schon sehr, sehr cool aus. Oh, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Okay. Wir probieren das jetzt mal aus. Oh, oh mein Gott, das geht ultra fast. Das geht super schnell. Oh, hier sind auch Dias. Kann er Dias abbauen? Nee. Oh, nee. Oh, wir müssen hier irgendwo anders hin. Oh, oh. Oh, kann der hier das vielleicht rechts klicken? Nee. Oh, nein. Aber der ist super schnell. Der ist so krass. Okay. Oh, noch mehr Dias. Oh, weil ich dumm bin.
Ich habe mir keine Eisenspitzhacke gemacht. Oh, ich muss mal Eisen irgendwie hier so finden. Hallo, habt ihr hier Eisen? Oh, Skelett. Au, oh, wir haben nicht mehr so viel. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Au, oh, au, oh, au, oh, oh, wir haben ein Problem. Wegfahren, wir müssen wegfahren. Alter, wir sind hier in so einem Amethystenbiom. Oh, ich müsste ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Bam, 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 bam. Okay, jetzt muss ich schnell was essen. Okay, wir sind jetzt auf Bedrock-Level sogar. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Aber wir müssen jetzt ein bisschen Moneten farmen, beziehungsweise Blöcke farmen, weil wir können uns dann das nächste Item kaufen. Und zwar bei 5000 Blöcken können wir das. Oha, guck mal, Leute. Oha, guck mal, was ich hier für einen krassen Tunnel bauen kann. Ah, okay. Oh, es hat scheinbar irgendwie so eine sehr, sehr krass weite Range, Leute. Wir können uns sehr, sehr krass weit wegbuddeln. Boah, das ist ein cooler Drill. Okay, wir müssen ein bisschen weiter, nee, ein bisschen weiter nach unten für Dia-Level. Nee, ein bisschen weiter nach oben. 59 war das, glaube ich. Ein bisschen weiter nach oben und dann haben wir auch gleich 4.900. 5.000. Boom. Zack. Okay, und dann habe ich hier, das hier sind jetzt all meine Tools, die ich habe. Das ist meine einzige Waffe. Und dann mache ich hier mal das Stärkste hier hin. Boom, und den Rest packen wir hier so hin. Okay, und dann können wir uns jetzt für 5000 Blöcke, wir gehen jetzt komplett in die Pleite, haben nur noch 66. Und jetzt haben wir den Warhammer. Das sieht aus wie ein riesen Amboss. Die soll super stark sein. Und diese Waffe soll angeblich explodieren können. Ich esse dafür erstmal was. Boah, ich habe einfach einen Voice Crack gerade bekommen. Okay, oha, wo haben wir uns da denn reingebuddelt? Aber gut, das ist gut, weil dann können wir mal testen, wie stark das ist. One Hit. Okay, man muss schon kritten dafür. Goldapfel nehme ich. Das nehme ich auch. Noch ein Goldapfel. Geil. Okay, und dann können wir hier... Ja, also es baut 5x5 ab. Das... Ey, geh mal weg. Geh du auch mal weg. Und du auch. Okay, ich gehe auch weg. Ja, es baut halt so 5x5 ab. Dias. 5x5 ist not bad, finde ich. Das Problem ist halt nur gerade, was wir haben, dass wir kein Eisen haben. Ich habe mir mal eine Eisenspitzhacke gegönnt, Leute. Und jetzt können wir hier auch mal Dias farmen. Wir haben 2 Stück. Okay, wie viele Dias kriegen wir mit diesen Dingen hier hin? Müssen wir auf die richtige Höhe. Minus 42. Oha, da ist auf jeden Fall gut Dias. Voll schade, dass die Dias uns nicht gegeben werden. Das finde ich irgendwie... Das finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte gerne so ein Item, was auch mal unsere Sachen brät und so. Aber es geht ja jetzt halt auch nicht darum, die Erze sich zu holen, sondern wir wollen ja im späteren Verlauf des Videos... Ich habe einfach X-Ray. Ey, ich sehe da einen Zombie. Ich habe einfach X-Ray. Wie krass bin ich denn? Im späteren Verlauf des Videos wollen wir ja die ganze Welt abbauen. Also wir wollen die mächtigsten Items haben. Und... Naja, das geht halt, indem wir viele Blöcke abbauen. Aber so habe ich mir nochmal ein Dia hier schnell gegönnt. Boom, boom. Oh, da sind wir wieder in dieser Höhle hier. Ich glaube, wir müssen wieder... Nee, 51 ist doch eine perfekte Höhe für Diamanten. Wie viele Diamanten ich hier wohl auch lösche. Das ist, glaube ich, auch krass. Bam, bam. Aua. Hier ist mein Tunnel, den ich gegraben habe. Yo, wie viel kostet eigentlich das nächste Item? Wollen wir uns mal so einfach so hochstacken auf 10.000 Blöcke? 10k? Ja, wir machen das jetzt einfach mal, weil es geht ja schon relativ schnell. Also für 10k, wir haben jetzt 6.900, 7.000, 7.300. Ja, das geht schon schnell, hätte ich gesagt. 8.000 Blöcke, weil wenn ihr überlegt, wo wir am Anfang waren, Leute, wo wir mit der Schaufel einfach die Erde abgebaut haben, das war billig, Leute. Okay, 9.500, 9.700, 9.000, 10.000. Okay, okay. Ich hoffe, das nächste Item kostet auch 10.000, aber vielleicht können wir auch ein paar skippen. 10.000! Oh, das sieht richtig cool aus. 10.000 Blöcke. Boom! Auto-Drill. Okay, ich glaube, ich weiß schon, was das macht. Aber gehen wir mal wieder in eine Mine. Alright, Auto-Drill. Okay, ich platziere das hier. Hier ist perfekt. Hier ist der perfekte Spot. Okay, er fährt los. Dia. Okay. Ey, das sieht so cool aus, Leute. Yo! Alter Schwede. So, hier hat er nochmal Dias. Aber leider sammeln wir die ja leider nicht ein. Wie viel kriegt unser Auto-Drill jetzt? 1000 Blöcke.
Okay, unser Autodrill. Okay, machen wir mal Max. Machen wir mal Max. Okay, wir platzieren ein Autodrill hier. Wir platzieren einen Miner Minion hier. Wir platzieren noch einen hier. Und jetzt rasiere ich auch nochmal durch mit dem Diamond Drill. Oder, nee, mit dem Warhammer. Let's go. Einfach mit dem Warhammer. Hier rechts klicken. Bum, 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 bum. Und dann 2000, 3000. Ah, okay, unser Autodrill ist fertig. Den platzieren wir jetzt immer so nebenbei einfach, damit der nochmal so passiv quasi und Sachen erfahren. Und lass mal versuchen, Leute, so einfach an die Oberfläche jetzt zu kommen. Mal gucken, ob wir das schaffen hier mit unseren Sachen. Boom, jetzt habe ich die Minions wieder zurückbekommen. Oh, shit! Okay, die Waffe soll sehr stark sein. Ja, aber wir müssen immer noch kritten, leider. Schade, Marmelade. Okay, meiner Drill. Bam, hier, fahr mal durch. So, und wir boxen uns jetzt hier einen Weg nach oben, Leute. Oh, ist schwer, aber hier hochzukommen. Boah, ich habe so viele Dias gerade abgebaut. So, die Minions, die können ein bisschen farmen. So, wir können jetzt hier einfach weiter durchrasieren, weil ich will so gerne mal an die Oberfläche. Ich will mal sehen, wie das so aussieht. Oh, ich habe mich selber aufgespießt. Aber das ist ja auch ein Weg, auf jeden Fall an die Oberfläche zu kommen. Weil so können wir hier auch mal einfach durchrasieren. So, wir können auch unseren Drill hier einfach platzieren an der Oberfläche. Warum nicht? Warum nicht, Leute? So haben wir zwar nicht so die volle Power, weil wir lassen ja so sonst voll viel Luft liegen, ne? Okay, ich weiß nicht, wie viel das nächste kostet. Das wird ja safe mehr als 10.000 kosten. Also der Autodrill finde ich bisher am coolsten, weil der auch einfach ziemlich cool aussieht, Leute. Alright. Oh Mann, ich setze mir das immer aus Versehen auf. Das mag ich gar nicht. 10.000? Oh, 50.000? Jetzt ist ein crazy Sprung, aber wer ist er? Wer ist er? Okay, ich bin gespannt, was das ist. Okay, wir brauchen 50.000 Blöcke. Okay, das kriegen wir hin. Miner Drill und hier einfach. Haben wir 16.000. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gut zulegen. Jetzt ist schon schwierig. Jetzt so langsam wird die Challenge sehr, sehr schwer. So, 18.000. Okay, wir haben aber auch fast schon gleich die Hälfte. Boah, man muss echt aufpassen. Ich sehe auch gar nichts mehr. Weil ich so viel einfach abbaue, Leute. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Weil ich bin einfach nur so in so einem konstanten Partikel-Schwimmbad. Kann ich eigentlich auch... Oh. Okay, ich kann auch auf jeden Fall kann ich Bad Rock abbauen. Das ist ein bisschen gefährlich. So, Miner Drill, mach mal dein Ding. Wir bauen uns lieber hier auf einen sicheren Weg einfach mal so ein bisschen. Zack. Wir jumpen einfach so ein bisschen hoch. Bumm, damit wir nicht ins Void fallen. Alright, alright. 30.000. Also so viel hatten wir noch nie. Auf jeden Fall Highscore hier. Da bin ich aber auch gespannt, was wir dann als nächstes für eine Axt oder für eine Spitzhacke oder für ein Tool halt einfach bekommen. 50.000, Leute. 50.000. Wir haben es geschafft. Puh. Okay, dann können wir jetzt ab in den Shop. Alright, 50.000. Das nächste kostet 100.000. Ey, ich hoffe jetzt auch, du gönnst heftig. Boom. Okay, wir haben jetzt kein Geld mehr. Wir haben so ein kleines süßes Pet hier. Seht ihr das in meiner Hand? Das ist voll cute. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt so ein Minecart-Pet. Aber was macht der jetzt? Ich platziere das jetzt hier, oder? Okay. So, und jetzt? Was machst du? Hä? Wait, läuft er mir hinterher? Jo, der läuft mir hinterher! Und ich glaube, ich check, was er macht, weil das Ding ist, er gibt mir mal 2 Boni. Das bedeutet, alles, was ich abbaue, ist mal 2. Oh, das ist crazy. Das ist verrückt. Aua! Hilft mir mein Pet auf? Schlägt ihn das? Ey! Du sollst mein Pet hier nicht schlagen. Das gibt mir mal 2 Bonus. Wenn das tot ist, dann habe ich ein Problem, Alter. Okay, nächstes Ziel ist 100.000. 100.000 ist auf jeden Fall gut, 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 gut. Solide viel. Komm, Pet, gib mir mehr Glück. Gib mir die Moneten. Okay, ich habe es gar nicht gemerkt, aber wir haben 100.000. 100.000, nice. Okay, okay. Ab in den Shop, ab in den Shop. Ich bin so gespannt. Alright, 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 alright. 100.000 Blöcke. Das Teil gönnen wir uns jetzt. Riding Drill. Okay, ich glaube, ich weiß, was das macht. Wir können das Teil hier nämlich einfach fahren gleich. So, okay. Bumm. Oh mein Gott, ich fahre.
Oh mein Gott, Leute. Yo, guck mich an. Ich bin einfach Bob, der Baumeister. Let's go. Alter, ich kann hier komplett durchrasieren. Ich hab 11.000. 11.000 Blöcke habe ich hier jetzt einfach. Alter, dieser Mal-2-Bonus. Heftig. Riding Drill. Auch krass, 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 krass. Okay, der baut wohl auch 5x5 Blöcke ab, aber er baut viel, viel schneller ab. Es ist heftig. Guck mal, wie das hochcountet. Wir haben gleich instant, haben wir gleich mehr. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, oh Gott. Okay, wir sind hier in einer Mine. Wir sind so richtig crazy Minenarbeiter. Ich fühle mich... Hä, warum hat sowas Minecraft eigentlich wirklich nicht for real? Das wäre doch voll cool. Kann ich springen? Yo, ich kann sogar springen, Alter. Yo, ich kann hier überall durchrasieren. Obsidian, gar kein Problem. Ich sehe auch gar nichts mehr. Yo, das ist verrückt. Ich habe instant wieder 50.000. Boah, Mashallah. Leute, ihr checkt nicht. Das hat einfach so wirklich eine Minute gedauert, bis wir 100.000 hatten. Es ging so schnell. Also eine Minute nicht, aber es ging so wahnsinnig schnell. Und ich glaube auch nicht, dass es ein 5x5 Loch ist. Ja, das sieht viel nach viel, viel mehr aus. Das sieht nach so viel mehr aus. Komm, ich muss hier einfach nur eine Minute weiter geradeaus fahren. Und bumm, ich habe 200.000. Ich bin einfach Millionär. 125.000? Nee, glaube ich nicht. Da gönnt der Shop nicht. Die haben jetzt die Preise ziemlich gesalzen. Wucherpreise haben die jetzt reingemacht. 100.000? Ah, 150.000 kostet das sogar nur. Okay, sparsam, sparsam. Nur noch 3 Items. Wir sind jetzt hier im Finale. Wir haben jetzt hier Quarry. Okay, Quarry ist einfach hier so ein komischer Block. Platziere ich jetzt? Wo platziere ich das? Quarry gibt dir 30.000 Blöcke jede Sekunde. Aber wie benutze ich das? Ich check's nicht. Wie benutze ich das? Das sind niemals 30.000. So gut mache kann ich auch, Leute, dass ich erkenne, dass das nicht 30.000 sind. Wie viel kostet... Oh no! Oh Gott, wie viel kostet denn das nächste Item eigentlich? Das nächste Item kostet 250.000. Ich glaube, das war ein Fehlkauf, Leute. Ich glaube, das war ein absoluter Fehlkauf. Wir wurden über den Tisch gezogen. Das gibt uns gar nichts. Mann. Schade. Aber ist egal. Bis 250.000 kommen wir auch eigentlich relativ schnell mit dem drin. Weil, guck mal, wir haben jetzt fast 150.000. Also, ja, 136.000. Und dann brauchen wir eigentlich nur doppelt so lange. Und dann geht das easy, easy, easy. Also so ungefähr 5 Minuten oder so. Dann haben wir das nächste Item. Keine Sorge, Leute. Wir skippen das Item einfach. So. So ein Ding ist das. Oh, nicht in die Lava. Nicht in die Lava. Bei Lava müssen wir schnell ausweichen. Leute, wir sprinten hier einfach durch die Welt. Einfach easy, easy durch. Und der Riding Drill, der gönnt halt anders. Der gönnt richtig krass. Guck, wir haben jetzt schon wieder 200.000. Und jetzt brauchen wir nur noch 50.000 weitere Blöcke, was echt krass viel klingt. Aber das haben wir so schnell. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh. Schade. Okay, dann können wir uns jetzt das nächste, das vorletzte Item kaufen bis zur Million. Void Excavator haben wir jetzt hier. Ui, 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 ui. Void Excavator shoots a big laser. Okay, gucken wir mal. Wow! Wow! Ich hatte instant eine Million, hä? Was? Yo! Alter! Das schießt ein Riesenlaser. Ich brauche nur einmal schießen. Guck, bum, 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 bum. Der löscht die Welt. Ist das crazy, ist das crazy. Oh mein Gott. Also dieser Laser hier ist so unfassbar heftig, Leute. Guck mal hier. Bumm. Zack. Alter, wir löschen einfach die Welt. Okay, Leute. Wir haben jetzt über 1 Million Blöcke. Und das heißt, wir können jetzt das hier kaufen. Dieses Biest hier. Bumm. Black Hole. Oh, ich bin so gespannt. Okay, und wir platzieren jetzt das Black Hole. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Weil wir haben gerade das Item für 1 Million Blöcke gekauft. Und vielleicht sind wir auch mal bald 1 Million Abonnenten. Versteht ihr? Okay, Black Hole. Let's go. Oh, oh shit. Oh mein Gott, ich habe ganz viele platziert. Ich habe richtig viele platziert. Oh nein! Wait, ich habe es nicht ganz gerafft. Moment. Zack. Irgendwo hier muss jetzt ein schwarzes Loch sein. Okay, 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 okay.
Okay, 9, 8. Wir gehen in Spectator. Das gucken wir uns so an. 1. Oh no. Ey Leute, es countet irgendwo hoch und es löscht irgendwo meine komplette Welt gerade, glaube ich. Ausch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe meine Welt gecrashed. Seht ihr, wie das hochcountet da oben? Es hört nicht mehr auf. Hallo? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Guckt euch dieses Riesenloch an. Oh mein Gott. Wir können wirklich die ganze Welt abbauen. Crazy. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Wir haben wirklich die stärkste Waffe in Minecraft ever bekommen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und bis morgen. Tschüssi.